Schock im Schafstall. Als Heinz Bender am Morgen des 26. April sein kleines Paradies im schönen heiligen Grund in Ockershausen betritt, merkt er gleich, hier stimmt etwas nicht. Er sieht nur 4 Esel und 2 Schafe. Das dritte Schaf ist nicht zu sehen. Als ich dann hier reinkam, fand ich das dritte Schaf tot im Stall liegend. An genau der gleichen Position, an der ich vor 3 Wochen schon ein Schaf tot aufgefunden hatte. Damals dachten wir, es wäre natürlicher Tod gewesen. Ich habe das Tier untersucht, aber keine besonderen Spuren daran gefunden und wir haben es dann vom Abdecker abholen lassen. Doch diesmal ist das anders. Babette, so der Name des Schafs, das ein Exemplar der seltenen Rasse des alpinen Steinschafs ist, wurde offensichtlich mit einer Zaunlitze erdrosselt. Der Täter muss also das Tier gejagt haben, gefangen haben, es dann erst an diesem Pfosten dort festgemacht haben, mit der Gummischnur, die er selbst mitgebracht hat. Die hat das Schaf aber in seiner Panik zerrissen. Dann hat er sich eine Zaunlitze von uns geholt und hat das Schaf damit die Schlinge gemacht, richtig zugezogen. Und hat das Schaf dann vorne in den Stall geschleppt und dort genauso hingelegt, wie auch das erste tote Schaf lag. Hat es dann mit dieser Schlinge über einen Balken fixiert, immer hochgezogen. Ja, und was dann passiert ist, mag ich mir nicht vorstellen, muss ich sagen. Heinz Bender informiert sofort die Polizei. Die Beamten kommen, sichern die Spuren und nehmen den Fall auf. Nach bisherigen Ermittlungen deutet alles darauf hin, dass das Schaf stranguliert wurde. Das bestätigt die Polizei Marburg auf Nachfrage der OP. Heinz Bender berichtet den Beamten auch, dass in den vergangenen Wochen in der Nachbarschaft in den Gartenhütten eingebrochen wurde und auch ein totes, in Schnüren gewickeltes Huhn gefunden worden sei. Er hat Angst um seine anderen Tiere. Ich möchte nicht der sein, der das gemacht hat und mir dann begegnet. Also das geht gar nicht, so etwas. Dass jemand hier rumläuft, ist ja ein sehr frequentiertes Gebiet, mich vielleicht beim Spaziergang dauernd anlächelt und nachts dann hierher kommt und solche Schweinereien macht. Das muss jemand sein, der krankhafte Fantasien hat. Und hier sind sehr viele Spaziergänger, junge Frauen, Kinder. Auch die Polizei sagte durchaus, sowas kann ein Anfang sein. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Das tote Schaf wird derzeit im Landeslabor in Gießen untersucht. Es werde auch geprüft, so die Polizei, ob es zu einem Fall von Sodomie gekommen sei. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Heinz Bender hofft, dass der oder die mutmaßlichen Täter möglichst schnell geschnappt werden und er keine Angst mehr haben muss um seine anderen Tiere.